einmal irgendwas zum heutigen Geschehen. Ja, dass man jetzt dann das Ganze sehr interessant ist. Aber wir haben so viel Arbeit, dass ich keine Zeit habe für ein Interview. Wir müssen warten, bis die Arbeit für heute abgeschlossen ist. Ja, warum fangen Sie nicht an? Nachdem die Capriolos nun 3 Jahre nicht als Segelschiff, sondern als Motorschiff auf Flüssen und Kanälen in Europa unterwegs war und Bom die letzte Station ist, bevor es auf die Nordsee geht, haben wir in der Yachtwerft von Ed Venikers diverse Arbeiten zu verrichten. Das Schiff muss wieder seetauglich gemacht werden. Dazu gehört es einmal, die Elektrik zu überprüfen, der Mast ist aufzustellen, die schlimmsten Beschädigungen des Anti-Fouling sind auszubessern, bevor es dann nach Stettin geht, wo dann über den Winter hinweg eine komplette Restaurierung kommt. Aber passiert, also aus war das Licht, als ich hier ausgeschaltet habe. Okay. Mhm. Ich habe aber beim Probieren, ob irgendwas schuld ist, hier die Leitungen abgeklemmt und ist trotzdem nicht gegangen. Das elektrische Problem war das größte und das wichtigste. Wir lernten Ed Venikens nicht nur als hervorragenden Yachtbauer und genauen Arbeiter kennen, auch sein Elektriker gehört zu den Besten. Er ist selbstständig und arbeitet für die Yachtwerft, wann immer Bedarf ist. Er löste das Problem technisch perfekt. Um ein Segelschiff wieder seetauglich zu machen, ist einiges zu tun. Es kamen neue Fender an Bord, die Segel mussten überprüft werden, Zubehör musste an Bord geschafft werden, wie ein Fahrrad, das man immer wieder brauchen wird. Ja, und alles Mögliche ist eben zu tun, bevor es losgehen kann. Hier wird dann die Capriolos ausgestattet wieder mit dem Mast. Für das Aufrichten ist natürlich ein Kran vonnöten und auch da gibt es einen guten Bekannten, der selbstständig solche Arbeiten macht, zusammen mit Ed Venikens, den wir hier bei der Arbeit sehen. Dennis Venikens hat sich dann mit dem Montieren des Masts befasst, auch mit dem Spannen der Wanden. Und auch er hat eine sehr genaue Arbeitsweise, was uns sehr beruhigt hat. Als der Mast dann schließlich stand und alle Wanden gespannt waren, ging es ums genaue Einrichten, denn das ist entscheidend auch für die Schnelligkeit des Bootes
im Betrieb unter Segeln. Darin ist Dennis Wenneken sehr erfahren, man merkte das wirklich bei jedem Arbeitsschritt. Ja, wie schon erwähnt, ist einer der nächsten großen Arbeitsschritte das Ausbessern des Anti-Fouling-Belages. Hier gab es natürlich Beschädigungen während der Fahrt, aber auch beim Reinigen mit dem Hochdruckreinigungsgerät. All das muss einmal in Ordnung gebracht werden und wird dann in Stettin komplett überarbeitet über den Winter hinweg. Ja, und jetzt folgen die unglaublich vielen kleinen Arbeiten und auch größere Sachen wie die Montage des Autopiloten für das Steuerruder, der unbedingt notwendig ist, um das Einmannsegeln zu erleichtern. Windmessgerät muss montiert werden und so weiter und so fort. Also einiges ist zu tun. Maybe a clamp. Okay. Or otherwise. Yeah, otherwise we just glue it. Eine alte ramponierte Badeleiter wurde entfernt und mit neuen Teilen ersetzt, die Halterung wieder festgemacht und ja, so sind die Tage eigentlich ständig mit Arbeiten vergangen. Und so wird das Boot jetzt langsam fertig, das wird so um den 20. herum in See stechen. Vom Boom geht es die Schelde abwärts durch Antwerpen und dann ist sie in der Nordsee unterwegs. Mit der groben Route eben durch den Nord-Ostsee-Kanal zu fahren, bei Kiel in die Ostsee zu kommen und dann entlang der Küsten nach Stettin zu gelangen, wo sie dann überwintern wird. Die Betätigungen für Gang und für Gas wurden ausgetauscht und weitere Schritte wie Motorservice, Steuerradservice, Antriebsservice und so weiter vollzogen. Technisch ist die Capriolus also wieder auf Vordermann gebracht worden. Und jetzt, was will ich jetzt noch machen? Kaffee. Ein bisschen Rinsen, du könntest bitte so lieb sein, den Tisch aufstellen. Ich kaufe von dir selbst gekauft. Selbst aufgeschnitten. Selbst aufgeschnitten. So. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie diesem Schiff auf der Rupel folgen, dann auf der Schelde bis nach Antwerpen in die Nordsee. Ein einziges Hindernis ist dann noch zu bewältigen, das ist die Hebebrücke in Boom und danach gilt es freie Fahrt für die Capriolus. Über diese Fahrt werden wir weiterhin berichten, über die Stationen bis zur Ankunft in Polen. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit Berichten über Etappen in der Ostsee, möglicherweise
auch in Skandinavien. Bis dahin liebe Grüße und alles Gute für die Fans der Capriolus.